Was ist Oddworld New and Tasty? Dafür habe ich mir heute Mirko eingeladen, der uns erklärt, warum ein 17 Jahre altes Spiel jetzt nochmal spielenswert ist. Hoffentlich. Hi Benny. Ja, wir spielen hier Oddworld New and Tasty. Wir springen mal direkt rein. Die Intro-Sequenz überspringen wir gleich mal. Zur Story sage ich dann gleich noch was. Es ist ein Remake von dem PlayStation 1-Plattformer Oddworld Abe's Odyssey, das 1997 für die PlayStation 1 erschienen ist, also 17 Jahre alt. Und das Spiel stammt von den Entwicklern Just Add Water. Die haben auch schon die beiden anderen Oddworld Remakes gemacht, unter anderem Stranger's Wrath HD. Jetzt sind wir direkt drin. Wir spielen hier den Abe, das ist ein Mudokaner oder auf Englisch ein Modokon, der ist auf dem Planeten Oddworld in einer Fleischfabrik Rapture Farms. Und ja, die stellt eben, oh, jetzt werden die hier schon gejagt, die stellen eben Snacks her und Fleischprodukte aus Wildtieren. Das Problem ist nur, die Wildtiere gehen langsam aus und der Abe entdeckt dann, dass die neue Geschäftsstrategie die ist, dass eben seine Spezies, die Mudokaner, zu Snacks verarbeitet werden sollen. Und deswegen flieht er jetzt aus der Fabrik raus. Würde ich, glaube ich, auch machen, wenn ich zu Snacks verarbeitet werden soll. Ja, will halt nicht auf die Schlachtbank kommen. Genau, und das Spielprinzip, wie gesagt, Plattformer, man muss von Plattform zu Plattform springen, kleine Puzzles lösen. Hier wird uns direkt die Steuerung erklärt. Jetzt springen wir hier drüber und ziehen uns an der Kante hoch. Das ist ein kleiner Checkpoint hier, das Schild. Und jetzt haben wir schon die erste Wache. Da schleichen wir uns am besten vorbei. Das Problem ist, Abe hat keine Waffen oder sonstige irgendwie Sachen, wo er die Gegner töten kann. Deswegen müssen wir die meistens umgehen oder irgendwie ablenken. Und in dem Fall schleichen wir jetzt eben vorbei, das merkt er nicht. Und dann können wir hier den Schalter umlegen. Es ist jetzt grundsätzlich nicht jetzt der typische Plattform wie in Super Mario oder so, sondern sehr schneller und auf der auf Größennetz auf Geschicklichkeit basiert, sondern es sind auch viele Rätsel drin. Genau, also damals war es ja so, dass es keinen scrollenden Hintergrund gab, das ist jetzt neu. Damals hat es wirklich Bildschirm für Bildschirm, wenn du nach rechts gegangen bist, hast du einen neuen Bildschirm. Und eine neue Situation. Das war jetzt eigentlich ein Fehler, dass wir den hier runterfallen lassen haben. Genau. Denn in dem Spiel geht es unter anderem darum, dass man seine Artgenossen, die Mitarbeiter, man sieht hier, es gibt 299 insgesamt, einer ist jetzt gestorben, dass man die rettet. Beziehungsweise du hast ihn umgebracht. Ja, aber das ist in dem Spiel normal, dass man eigentlich guckt, was passiert, wenn ich hier an einem Schalter drehe oder wenn ich hier einen Hebel betätige. Und dann macht man es im ersten Moment meistens falsch und macht es dann beim nächsten Mal besser. Könntest du denn jetzt ganz schnell wieder zurückspringen, um ihn doch zu retten? Also wie ist das Checkpoint-System? Gelöst, falls du jetzt so ein Perfektionist bist? Das Checkpoint-System ist so gelöst, dass es gibt Checkpoints, wie zum Beispiel das Schild vorhin, wenn ich sterbe, starte ich da neu. Später gibt es noch andere Checkpoints. Ganz neu ist jetzt aber, zumindest auf der PS4 ist es so, dass es ein Schnell- und Schnellspeicher- und Schnellladesystem gibt. Das ist ganz clever mit dem Touchpad gelöst. Wenn ich drauf drücke, dann speichere ich und wenn ich es halte, das Touchpad, dann springe ich sofort zu diesem Speicherstand zurück. Okay. Und erklär doch jetzt, was du jetzt gemacht hast, weil ich glaube, der Kollege war dir jetzt sehr dankbar und du hast ihn gerettet, nehme ich an. Genau, ich habe ihn begrüßt. Das ist mit diesem GameSpeak-System. Man kann hier mit dem Digi-Kreuz verschiedene Emotes ablassen. Hallo und folge mir und bleib da. Und wenn ich chante, beziehungsweise ich glaube, so ein Sing-Sang, was er da macht, da kann ich eben diese Vogelkreise zum Portal machen und da springen die dann durch. Und damit habe ich ihn gerettet. Und wenn man eine gewisse Anzahl an diesen Mitarbeitern rettet, dann kriegt man das gute Ende. Am Spielende schaltet man die gute Sequenz frei. Wenn man eine, ich glaube, es sind weniger als 50, dann hat man das schlechte Ende. Okay. So, jetzt haben wir ein paar mehr. Begrüßen wir die einfach alle mal. Hallo, wie geht's? Folge mir. Und dann kommt der mit. Kannst du denn jetzt einen ganzen Pack mitnehmen oder immer nur einen? Normalerweise, genau, kann ich einen ganzen Pack mitnehmen. Jetzt. Komm mal mit, komm mal mit. Und jetzt folgen die mir alle. Und ich kann auch sagen, bleib stehen, wenn ich eben irgendwie die Situation klären will. Und jetzt befreie ich die alle. Und jetzt habe ich eben mit einem Schlag 4. Man sieht es auch direkt am Zähler, genau. Würdest du denn sagen, dass es ist ja jetzt echt schon 17 Jahre alt. Ja. Also PS1-Generation, ich glaube, von uns Zuschauern kennen das vielleicht schon welche gar nicht mehr. Lohnt es sich denn noch? Also ist es denn heute noch cool zu spielen oder merkt man dem... Diese Nostalgie ist ja oft gefährlich, weil viele Spiele nicht mehr so gut funktionieren, wie wir sie vielleicht damals in Erinnerung hatten. Ja, ich muss sagen, sowohl für Kenner des Originals als auch für Nichtkenner und Neueinsteiger ist es immer noch spielenswert, denn es ist nicht einfach nur ein HD-Remake, sondern es ist eigentlich eine komplette Überarbeitung und man hat sich das Original so als Blaupause genommen. Mhm. Bedeutet also, die Steuerung, die damals so halb katastrophal war, die funktioniert jetzt um einiges besser.
und ist aber immer noch leicht träge. Also da muss man sich dran gewöhnen. Der hat so ein kleines Momentum, der Ape. Man muss eben, wenn man springt, so eine halbe Millisekunde hat man das Gefühl, springen eben, damit das klappt. Es wird dann später noch schwieriger. Du bewegst dich auch fast so in Abschnitten, oder? Also du legst mit einem Schritt eigentlich fast eine vorgefertigte Distanz zurück, oder ist es jetzt nicht so ganz fließend wie in einem... Wenn ich langsam laufe, klappt das halbwegs fließend. Also das ist schon okay. Wenn ich schnell laufe allerdings und dann loslasse, siehst du, da hat so eine gewisse Trägheit. Mhm. Und wenn man dann in eine Mine reinspringt, das ist suboptimal. Nee, aber damals war das noch viel schlimmer. Und mit den scrollbaren Hintergründen ist es eigentlich viel fließender jetzt. Du hast eine ganze Spielwelt, zumindest den Eindruck, das ist wie aus einem Guss. Und die Sounds sind neu gemacht, die Animationen sind neu gemacht. Und es macht auch heute noch viel Spaß. Und wie gesagt, wer es nicht kennt, der hat trotzdem gutes Puzzlespiel, ein Rätselspiel, was knifflig ist, aber nie unfair. So, jetzt machen wir einen, genau, man probiert einfach aus. Jetzt ist hier ein Hebel, denkt man sich, okay, jetzt muss man so einen Soldaten da drauf. Ja, will er nicht. Jetzt... Da ist der weg. Und jetzt kann ich mal was Schönes zeigen. Den unteren, den kann ich jetzt eigentlich nicht so zerstören, es sei denn, der geht auch auf die Plattform. Aber wenn ich jetzt eben chante, dann kann ich in die Körper von diesen Slick-Soldaten hinein und kann ihn jetzt steuern. Und es ist dahingehend praktisch, dass ich jetzt eben auch Hebel aktivieren kann. Und wenn jetzt noch ein anderer Feind hier wäre, könnte ich den mit meinem Maschinengewehr töten. Also hättest du den anderen jetzt auch darüber töten können? Genau, man hätte ihn auch so töten können. Und wenn ich jetzt aus dem Körper rausspringe, zerplatzt er. Und so habe ich ganz einfach diese beiden Soldaten zerstört. Aber und okay, jetzt könnte bleiben. Man das dann nicht immer machen? Also es scheint mir jetzt, wenn du jeden übernehmen könntest und jeden platzen lassen könntest, scheint mir das irgendwie wie die einfachere Lösung als... Genau, das kann man eben nicht machen. Man kann eben nicht immer diese Übernahme machen. Vielleicht sehen wir das demnächst nochmal. Häufig hast du im Hintergrund solche roten Sicherheitsdrohnen in der Luft schweben. Ah, und die haben wir vorher, glaube ich, schon mal gesehen. Das kann sein. Wenn die da sind, wenn die leuchten, meistens, wenn man in der Nähe ist, dann kriegt man Stromschlag, sobald man ansetzt zum Chanten. Und dann funktioniert das nicht. Jetzt ist ein anderes Element. Jetzt müssen wir auf den im Hintergrund achten. Und dann hier vorbeirollen, genau, sonst schießt er auf uns. Wir müssen eben hier in der Deckung bleiben. Wenn wir hier im Nebel sind, sieht uns keine Wache. Na, hier ist aber gerade keine, offensichtlich. Ist es denn, erschließt sich das alles automatisch oder ist es viel Trial and Error? Dadurch, dass wir es jetzt ein bisschen schneller gespielt haben, vielleicht sehen wir es hier nochmal. Du hast immer diese Displays hier oben. Ah. Und die geben dir Hinweise. Also wirklich peu à peu am Anfang, die sagen dir auch, spring mit X und mach dies, genau, hier mit L1 in der Dampfventilen, dann hören die dich nicht. Das wird sehr gut erklärt eigentlich, wenn man darauf achtet. Verrückt, also wenn man sich jetzt in der Spiellogik nicht befinden würde, ist es eigentlich verrückt, dass dir die Fabrik erklären würde, wie du am besten ausbrechen kannst. Aber gut, sei jetzt mal dahingestellt. So, jetzt können wir hier schön vorbeischleichen. Gucken wir mal, was der Hebel macht. Okay, also der muss einfach wieder da drüber laufen. Wie gesagt, das ist am Anfang relativ offensichtlich simpel. Und simpel. Das wird aber sehr schnell sehr viel knackiger. Wie gestalten Sie, aber lernst du neue Skills oder lernt Ape neue Fähigkeiten, mit denen er dann was Neues kann? Oder sind es eigentlich immer dieselben und die ziehen sich bis zum Ende durch, nur die Rätselgrundlagen ändern sich, sage ich mal? Im Prinzip lernst du keine neuen Fähigkeiten. Ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, weil das vielleicht auch ein Spoiler wäre. Du lernst noch eine neue, die bekommst du von anderen. Die kannst du aber immer nur dann einsetzen, wenn dir die gerade gegeben wird. Wenn du die dann eingesetzt hast, ist die weg. Aber im Prinzip ist das Rätseldesign so, dass wir hier Minen haben zum Beispiel. Jetzt muss ich mal kurz mich konzentrieren, damit ich die im richtigen Moment, wenn es grün ist, aktiviere. Jetzt. Und du hast dann ganz viele Minen und auch herumschwebende Sprengkörper und andere Sachen. Und dann musst du überlegen, deaktiviere ich jetzt die Mine oder lasse ich die vielleicht aktiviert, damit mein Gegner da hineinfällt oder reinspringt. Und ja, das ist später kriegt man dann noch einen Dino, auf dem man reitet, damit man weiter Abgründe überspringen kann. Und dann muss man von dem runterklettern und Seilzüge hoch und Granaten werfen. Also es wird noch um einiges interessanter. Das ist, wie gesagt, nur der Einstieg. Mhm. Hier unten sehen wir zum Beispiel so ein fleischwolfartiges Gerät. Das haben wir jetzt ausgestellt. Dafür ist auf der rechten Seite das angegangen. Ist es an? Oder mache ich das hier an? Genau. Der muss jetzt wieder da reinlaufen. Wenn ich jetzt chante, könnte ich den übernehmen. Aber man sieht schon, der will sich wehren. Der hat jetzt Angst und rennt weg. Und es ist ideal, um ihn vielleicht so ein bisschen da reinzulocken. Jetzt müssen wir das allerdings wieder ausmachen. Wir spielen es jetzt gerade auf der PS4. Mhm.
Weißt du eigentlich, warum? Also es heißt ja, das soll ja für PC eigentlich für alles kommen, so Xbox, PC. Ich weiß nicht, ob es für die Wii auch kommen soll, aber ich glaube für fast alle Konsolen und auch PC. Aber es gibt es bisher nur für die PS4, oder? Genau, das soll unter anderem für die Xbox One, für die PS4 gibt es jetzt schon, für die PS3, für die Wii U, für PC, Linux, Mac kommen. Von der Xbox 360-Version, die damals mal im Gespräch war, ist jetzt nicht mehr die Rede. Keine Ahnung warum. Und ich weiß auch nicht, warum jetzt die PS4-Version zuerst rausgekommen ist. Denn eigentlich war der Plan so, dass die PS4 und die PS3-Version zeitgleich erscheinen. Und vielleicht sogar die PS Vita-Version, denn da gibt es die Cross-Buy- und Cross-Save-Funktion. Bedeutet also, wenn man eine Version hat, kriegt man kostenlos die anderen PlayStation-Spiele dazu. Die Entwickler haben irgendwie gesagt, die Unity-Engine, die hier zum Einsatz kommt, die sei für die PS4-Version noch nicht fertig gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo sie die PS3-Version schon in Sack und Tüten hatten. Und deswegen wolle man zuerst die PS4-Version fertigstellen und dann PS3 und PS4-Version zeitgleich releasen. Jetzt ist allerdings zuerst die PS4-Version erschienen. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was dahinter steckt. Ob das ein Exklusivdeal ist jetzt, ob vielleicht Sony gemeint hat, wir brauchen für die PS4, weil es halt kaum Spiele gibt, noch so ein kleines PSN-Spielchen, damit die Leute jetzt was zu spielen haben. Es kostet 21 Euro für PS Plus-Mitglieder, so irgendwie 10% Rabatt. Das kann ich dir nicht sagen, woran das liegt. Doch eigentlich ein ganz knackiger Preis für ein 17 Jahre altes Spiel. Ja. Spielzeit ist ungefähr 8 Stunden, je nachdem, wie man sich anstellt. Auf meinem schlauen Zettel steht jetzt auch, es gibt einen Mehrspielermodus. Wie läuft der denn ab? Spielen wir dann, gibt es dann zwei Apes oder? Leider nicht. Also es heißt im Spiel Koop-Modus, aber es ist eigentlich irreführend, weil es ist kein richtiger Koop-Modus. Das Spiel bleibt das gleiche. Du steuerst Ape und wenn du stirbst, wenn der eine Spieler stirbt, kann der zweite Spieler mit seinem Controller dann eben Ape steuern. Also es ist abwechselnd der Mehrspielermodus. Ist also kein richtiger Koop-Modus. Schleichen wir vorbei. Okay, neues Problem. Ich könnte die jetzt eigentlich retten. Wenn ich dann aber chante, wacht er auf. Und wie würdest du das jetzt angehen, dass du es löst? Ich würde erstmal gucken, was der Hebel hier macht. Aber ich glaube, der aktiviert nur die Tür da drauf. Gibt es denn jetzt auch hier eine Lösung für? Also viele Rätsel scheinen auch optional zu sein, oder? Also wenn du jetzt, du könntest jetzt einfach weitergehen und deine Kollegen einfach so ein bisschen im Stich lassen. Mhm. Oder du könntest dich jetzt darum kümmern, irgendwie das zu lösen. Du musst es aber nicht, oder? Genau, also die Sequenz, die wir jetzt machen, die ist optional. Hier links war ja der Fahrstuhl, wo wir vorbeigegangen sind. Da wäre es eigentlich weitergegangen. So, ich würde jetzt eigentlich mal hier lang gehen, damit er in die Mine reingehen. Genau, so haben wir es gelöst. Und es sah jetzt so aus, also er hat ja auf dich geschossen, aber er hat dich nicht getroffen. Doch, er hat mich getroffen. Du hast nicht nur ein Leben, du hast eine gewisse Lebensenergie, die sieht man nicht, weil es kein Interface gibt. Wenn ich allerdings jetzt so chante, sieht man die Vögel über meinen Kopf. Je weniger Vögel das sind, desto angeschlagener bin ich. Ah. Und jetzt können wir die einfach retten. Und hier kommen wir auch noch nicht weiter, deswegen gehe ich jetzt hier nicht lang. Das ist so eine Geheimpassage. Ich denke mal, man kommt später hier nochmal lang. Und jetzt gehen wir einfach hier weiter. Hier vorsichtig sein. Den könnten wir jetzt noch retten. Müssten wir das jetzt mit gutem Timing machen oder kann man das auch wieder ausstellen? Das hier konnten wir jetzt einfach umstellen. Allerdings, wenn ich den jetzt eben zu mir rufe, dann müssten wir den so timen, dass er eben nicht getroffen wird. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also es gibt auch Timing-Rätsel, nicht nur diese ganz klassischen... Später ganz viele, also da kommt es auf exaktes Sprungtiming an vor allem. Und du musst fast ja, pixelgenau dann über die Minen springen und dann zwei oder drei Minen nebeneinander auf dem Boden hast und dann vielleicht noch Minen in der Luft. Das ist dann schon, ja, da kann man fluchen, aber dadurch, dass die Checkpoints so nah beieinander sind und eben jetzt dieses Schnellspeisesystem hast, bist du sofort wieder an der Situation dran. Also es ist jetzt nicht super frustrierend, dann nee, auch mal also, in die eine oder andere Mine mal. Du denkst zwar, ach verdammt, jetzt bin ich schon zum dritten, vierten, fünften Mal gestorben, aber es ist nicht so frustrierend, dass du denkst, leg jetzt den Controller weg. Jetzt können wir das vielleicht mal zeigen, wenn ich den übernehmen will, kriege ich einen Stromschlag, genau. Und jetzt wirst du auch schon. Und jetzt hat er mich schon relativ. Genau. Ah. Was macht der Hebel hier? Ah, jetzt könnten wir vielleicht, wenn er jetzt hier reinrennt, macht er das? Nee, ich glaube, dafür ist er zu schlau. Er findet sich zumindest auf der anderen Seite und du kannst, glaube ich, durchgehen. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Das ist so ein Seilzug, mit dem könnten wir jetzt hoch. Können uns aber auch hier Boomgranaten holen. Die gibt es ganz selten. Aber die kann man werfen. Mhm. Und damit könnten wir ihn eigentlich ausschalten. Aha, also du hast doch, das ist die einzige Waffe, die Ape jemals bekommt, oder wie? Weil er ist ja sonst. Die gibt's erst am Anfang und dann später nochmal. Also das ist wirklich die Seltenheit, dass man direkt Granaten kriegt. Normalerweise ist es so, du kannst immer, du hast unendlich Kronkurken, die du werfen kannst. Die haben allerdings nur den Vorteil, dass du Gegner ablenken kannst und vielleicht irgendwo hinlenken kannst. Okay.
Jetzt brauchen wir aber die Granaten, deswegen haben wir die auch gekriegt, damit wir eben diese Minen hier zerstören können. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir jetzt diese Minen hier vom Spiel bekommen. Und vielleicht können wir jetzt den noch, ja. Zack. Ah, daneben. Aber immerhin kann man jetzt in der Neuauflage richtig mit dem rechten Analogstick zielen. Damals war es eher so, wir drücken mal aufs Knöpfchen und hoffen, dass das irgendwie am Ziel landet, was wir da werfen. Genau, die Sequenzen sind komplett neu gemacht. Sieht richtig schick aus, hast du Partikeleffekte, kleine Überblendeffekte und eben komplett jetzt auch schön in 3D die Hintergründe. Das sind die Scraps. Das ist eine der außerirdischen Rasen, die es auf Earthworld gibt. Und die sind relativ flink und töten uns auch fast mit einem Biss. Verrückt. Und ich habe super Gefühl jetzt, was Oddworld ist und ob es spielenswert ist. Und daher sage ich vielen Dank, Mirko. Ja, danke. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei Was ist? Ciao. Ciao.